Jo, grüß dich, Leidl. Und zwar diesmal mit Gran Turismo Academy 2013. Ja, ich habe es jetzt wirklich erst gerade runtergeladen und einmal installiert. Ihr seht, da habe ich es 2012er, da ist es 2013er. Und ja, jetzt starten wir das einmal. Ich habe es nicht ganz brandneu, ich habe es nicht am ersten Tag, wo es rausgekommen ist, runtergeladen. Ja, gelegentlich habe ich auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber jetzt möchte ich die Zeit nutzen und schauen wir uns das einfach einmal an, wie es wird, wie es ist. Oh, was will er jetzt? Zusatzbedingungen, ja. Was will er jetzt wieder? Ist das wieder so ein... Ja, genau. Akzeptieren. Passt. Jo, ich denke, das ist logisch. Bildschirm anpassen. Also, wir haben wieder die Sicherheitsbereichsgeschichte. Okay. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt nur der Sichtbereich ist, weil bei den anderen, ja, ich stelle es einfach ganz groß, das passt. Nicht, dass wir dann einen schwarzen Rand rundherum haben. Okay. Gut, weiter. Okay, ich melde mich da jetzt einmal an. Ich denke, das ist ein bisschen ein fader Vorgang und deshalb werde ich den dann auch rausschneiden. Ich tue euch das jetzt nicht an, weil ihr wollt ja was vom Spiel sehen und nicht wie ein Login ausschaut, gell? Also dann, bis gleich, Leute. So, das war jetzt doch kürzer als gedacht, das einfach nur einen Namen einzugeben. Ja, ich habe jetzt mal einen Namen eingegeben und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Helfen Sie uns doch beim nächsten Test. Das gibt Ihnen die Gelegenheit, sich einzugewöhnen und uns zu zeigen, was Sie können. Was sagen Sie? Naja, habe jetzt einmal viel Auswahlmöglichkeit. Ich kann mir jetzt so schwer entscheiden, aber ich nehme, sag mal, okay. Willkommen auf dem Silverstone Circuit, einem der beliebtesten Motorsport-Schauplätze der Welt. Es wird Zeit loszulegen und sich hinter Steuer des 370Z zu setzen. Na dann, drehen Sie eine Runde auf der Strecke und versuchen Sie sich vorzustellen, wie Sie das gesamte Auto, was? Wie sich das gesamte Auto bewegt. Sie müssen nicht unbedingt Gas geben. Nehmen Sie sich Zeit und gewöhnen Sie sich ein. Ja, das ist aber jetzt Käse, weil ich spiele doch mit Lenkrad, oder? Gut, das machen wir mal so nicht. Wenn Sie von der Strecke abkommen, können Sie mit der Dreieckstaste in den Rückwärtsgang schalten. Ja, das ist nichts Neues bei Gran Turismo. Achten Sie darauf, dass Sie richtig rum auf die Strecke zurückkehren. Jo. Es gehört auch zum Handwerk eines professionellen Rennfahrers, unbeschadet die Ziellinie zu erreichen. Enttäuschen Sie mich nicht. Na, ich werde mich bemühen. Ja. Autopilot, was geht jetzt ab? Geht das jetzt schon mit Lenkrad? Was muss ich jetzt mit dem Controller fahren? Ah, Hilfe! Hilfe! Nee, es geht schon mal mit Lenkrad, das ist schon mal gut. Okay, das ist jetzt mit Automatik da und allen Fahrhilfen eingestellt. Wir werden mal da versuchen, doch eine Runde
drehen. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt das die ersten Meter. Das soll ja schon ein bisschen ein Vorgeschmack auf Gran Turismo 6 sein. Also eine komplett andere Fahrphysik wie in Gran Turismo 5, das hoffe ich doch. Ja, das bitte müsst ihr euch jetzt selber lesen, das geht nicht nebenbei auch noch. Dann wird es ein bisschen zu stressig für mich. Und naja, schauen wir mal. Und darum werde ich da jetzt sicherlich keine Spitzenzeiten herausfahren, weil ich mich ganz einfach erstmal ein bisschen an diese ganze Fahrphysik und das Fahrverhalten gewöhnen muss. Und ja, ich werde dann schauen, vielleicht gibt es da irgendwo noch ein Optionsmenü, wo man das ein bisschen mit dem Sound noch einstellen kann. Keine Ahnung, was man der da jetzt für hilfreiche Tipps gibt. Das ist, wenn man natürlich dahin fährt, sicherlich nicht so einfach jetzt auch noch nebenbei zu lesen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, weil ihr könnt es ja alle selber lesen. Also kann ja kein Problem sein. Ich bin jetzt einmal voll hier auf die Runde konzentriert. Ich bin jetzt einmal da für diese erste Runde gar nicht einmal so böse über diese Fahrlinie, weil mir die Strecke eigentlich ja nicht so geläufig ist, sage ich einmal so. Okay. Also, das ist natürlich keine schnelle Runde. Ich glaube, das kann jeder erkennen. Außerdem ist hier noch Automatik drinnen. Ich fahre ja das normalerweise nicht mit Automatik. Ich schalte ja selber und ja, also so gesehen muss man sich natürlich erst an die ganzen Umstände gewöhnen. Aber jetzt quagle ich da so viel über das Ganze. Schauen wir uns einfach das Spiel einmal an. Also ich muss jetzt ehrlich mal sagen, die Grafik oder so, die ist jetzt auch nicht wirklich unbedingt der Überrenner. Ich meine, es ist eine Verbesserung da zu Gran Turismo 5. Also der erste Eindruck für mich ist jetzt einmal, naja, es schaut halt ganz irgendwie stimmig aus. Das ist jetzt nicht die Übergrafik, aber auf das kommt bei dem Spiel auch nicht an. Da ist die Fahrphysik, ja, und auch wie die Gegner vielleicht, KI, solche Sachen sind bei Rennsimulationen wichtig. Diese ganze Rundherum-Grafik, die braucht gar nicht so mega aufgebauscht sein, weil man soll sich sowieso aufs Fahren konzentrieren und sich nicht die Bäume anschauen und schauen, ob die Leute, die da jetzt am Straßenrand stehen, bunte Kontaktlinsen haben oder was weiß ich, ja. Also das ist jetzt wirklich für eine Rennsimulation nicht wirklich wichtig. Drum, Grafik, ja, ist okay und ist da sicherlich nicht für mich nicht das A und O. So, okay, der Test ist zu Ende. Vergessen Sie nicht, dass Sie die Tasten, die Beschleunigung und Bremsen steuern, nach Ihrem Wunsch ändern können. Ich fahre mit Lenkrad. Sehen Sie das Startmenü oben rechts? Dort können Sie die Tastenbelegung ändern und nützliche Fahroptionen zugreifen. Drücken Sie einfach die Starttaste und probieren Sie es aus. Ja, okay. Na gut. Kann ich das jetzt zwischendurch machen? Nein, ich muss mal das zuerst durchlesen. Ich würde gerne direkt mit Ihnen in die Academy gehen und loslegen, aber zuerst müssen Sie einige Rennveranstaltungen absolvieren, um Erfahrung zu sammeln. Na, von mir aus. Die erste Sandy Cup-Veranstaltung ist ein Markenrennen für Besitzer des Nissan Leaf. Ah ja, der Leaf, das ist doch diese Elektrokarre. Das war ja schon in der 212er Academy. Da musste man ja auch quasi, man wurde genötigt, diesen Elektrohobel da zu fahren. Ja. Kaufen Sie sich einen beim Autohändler, was? Den muss ich mir jetzt kaufen, Manu, den Hobel. Uiuiui, okay. Ich hoffe, wir kommen bald einmal zu richtigen Autos. Naja, eine Runde sind wir jetzt schon mit einem richtigen Auto gefahren. Gut. Aber zuerst möchte ich einmal ins Menü hineinschauen, und zwar in die Optionen. Sprache, Wireless-Controller, Lenkrad-Controller, Sound. Aus. Okay, das machen wir mal. Das kommt da mal runter. So, das muss nicht so laut sein. Menü, Soundeffekte, die können wir oben lassen. Rennen durch auch runterschrauben, weil ich brauche da eigentlich überhaupt keine Musik beim Fahren. Rennsoundeffekte, okay, den Rest lassen wir so. Ich denke mal, das passt. Ah, tun wir wieder schließen.
Okay. Gut. Ja, das war eigentlich das, was ich jetzt einmal hauptsächlich ändern wollte. Und Tuning gibt es hier auch. Ja, wir gehen einmal jetzt zum Autohändler. Okay, da haben wir schon. Was ist das? Autohändler. Naja, da haben wir schon den Leaf. Okay. Was anderes kriegen wir eh nicht. Jö, Farbe auswählen. Na, vielleicht kann man den nur irgendwie behübschen da. Okay. Naja, so richtig spannende Farben. Aha. Speziallackierung, Seidenmatt geschrieben, oder? Na, wollen wir nicht zu streng sein. Sind schon hübsche Farben, gell? Ja, okay, nehmen wir uns in Rot. Ist bei den Autos sowieso egal. Da reißt die Farbe auch nicht mehr raus. Dann kann ich da eine Testfahrt machen. Ja, schön, ich muss mir den sowieso kaufen. Also, was bringt mir da eine Testfahrt? Und wir kaufen uns jetzt um 45.000 Ocken diese Karre da. Na gut, kaufen wir uns die einmal. Möchten Sie dieses Auto kaufen? Nein, nein, aber ich muss. Okay, gut. Schauen wir mal. Speichert Daten. Jö, er schon wieder. Offenbar haben Sie Ihr erstes Auto gekauft. Nur bist du ganz ein Schlauer. Dann wird es Zeit, am Sandy Cup teilzunehmen. Ja, will ich schon die ganze Zeit. Wenn Sie mindestens auf Platz 3 landen, gewinnen Sie eine Trophäe. Versuchen Sie in jedem Rennen eine zu gewinnen. Wir werden Sie anfeuern. No oder da, das wird mal was nutzen. Okay, gut. Nein, wollen wir nicht so gemein sein. Wir freuen uns natürlich über jede Anfeuerung, die wir kriegen, auch wenn es irgendwelche. Naja, wurscht. Reden wir da nicht drüber weiter. Also, wir haben jetzt dieses Auto gekauft. Wir sitzen offensichtlich auch in der Karre schon drinnen. Und gehen jetzt mal zum Sunday Cup. Autumn Ring Mini und da so Zucker, die kurze. Naja, okay. Und was muss ich jetzt? Habe ich mal das durchgelesen? Achso, ich muss ja auf beiden Rennen bis aufs Podium schaffen. Ne? Dann komme ich weiter. Ja, ich schaue mir das jetzt nochmal an. Und ich denke, ja, okay. Fahren wir halt einmal. Ah, was ich jetzt noch schauen wollte, und zwar noch einmal in dieses Menü rein. Achso, bei dem Auto ist es egal, das gibt es eh nur mit Automatik. Da gibt es eh nichts zum Schalten. Passt. Nein, wegen den Fahrhilfen wollte ich eigentlich mal schauen. Okay, Autumn Ring Mini, Fahrzeug wechseln. Der war gut. Beitreten. Was haben wir da? Schönes Rennveranstaltung für Anfängerniveau. Für Fahrzeuge mit höchstens 350 LP. Also für alle, die Gran Turismo nicht kennen. LP, das sind so Leistungspunkte, die in Abstimmung mit Gewicht und Motorleistung halt einen gewissen Wert ergeben. Wenn halt dann mehrere Fahrzeuge mit den gleichen Leistungspunkten auch ungefähr wirklich die gleiche Leistung bringen. Ja, bla 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 bla. Die, die es kennen, für die ist das jetzt Fahrt, aber mal kurz erklärt. Kämpfen Sie in Einzelrennen auf zwei verschiedenen Strecken um die Führung. Na, um was denn sonst hörst. So. Okay. Kann ich da irgendwas einstellen? Na, habe ich nichts gefunden. Okay, naja, dann tun wir beitreten. Dann starten wir mal. Also die Soundeffekte sind noch detto wie in Gran Turismo 5. Sandy Cup Rennen 1. Also Leute, erwartet jetzt bitte von mir keinen großen Wunder. Ja, ich kenne die Fahrphysik noch nicht so genau und, aber das schaut doch schon mal recht fetzig aus. Also, wie ihr seht, bin ich da jetzt unter sehr kreativ John Smith drinnen. Und schauen wir mal, was wir so als John Smith auf die Reihe kriegen. Und da haben wir ja auch schon die Fahroptionen. Automatikgetriebe, Fahrlinie, die schalten wir aus, weil. Das gibt es in echt auch nicht. Traktionskontrolle drehen wir gleich einmal runter. ABS, Rutschstopp. Ach, das ist wieder das mit die Rutsch. Okay. Also das finde ich jetzt ein bisschen eigenartig, dass da in der Academy-Bewerbung ein Rutschstopp zum Ändern ist, weil das doch eine Vereinfachung ist. Ich werde ihn aber sofort ausschalten. Controllerlenkung, also ich fahre wie gesagt nicht mit dem Controller, ja mit Lenkrad, weil ich schon mal gefragt worden bin. Ich fahre mit einem G27. Ist nicht das billigste Teil, aber
es ist recht okay, also das kann schon einiges. Gut, haben wir da jetzt alles soweit eingestellt. Okay, so, verlassen und, naja, dann werden wir halt starten. Was ist da? Zeit 10:41, also die Uhrzeit ist das, 10:41, 8 Grad, Streckennässe 0. Okay, los geht's. Lassen wir uns jetzt einmal von den ersten Eindrücken in einem Rennen überraschen. Ich weiß nicht, ob es dazu eine Wiederholung gibt. Wenn es dazu eine Wiederholung gibt, werde ich die selbstverständlich speichern und jetzt beim Rennen auch eine Außenansicht des ganzen Rennens einblenden. Aber das weiß ich erst am Ende des Rennens, ob man da irgendwie eine Wiederholung hat. So, das ist jetzt eigentlich eh nur mehr so Gasbremse wie Autodrom fahren. Da wir da nicht wirklich viel Leistung haben mit dem Hobel, ist es natürlich wichtig, den Schwung auszunutzen. Aber dadurch, dass ich jetzt natürlich noch nicht wirklich Gefühl für die Fahrphysik und auch für die Reifen, Bodenhaftung und das Ganze habe, kann ich da natürlich, um einigermaßen ein vernünftiges Gameplay abzuliefern, nicht noch schon wirklich ans Limit gehen, sondern ich muss mich, wie gesagt, auch erst ein bisschen mit der ganzen Geschichte vertraut machen. Werden wir mal schauen, wie weit wir kommen. Sehen wir uns also Real-Life-Qualifikation an, ob wir das überhaupt schaffen würden. So, was muss ich werden? Ich muss mindestens aufs Podest kommen. Was habe ich Rückstand? 5 Sekunden habe ich Rückstand. Oh, bisschen. Aber der Kollege, der ist mir wenigstens nicht brutal reingefahren. Ich meine, war jetzt kein sauberes Überholmanöver, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich versuche natürlich schon immer wieder sauber und fair zu fahren. Ich weiß auch nicht, wie es da mit dem Strafsystem jetzt ausschaut, weil wie weit man wirklich jetzt sich raustreiben lassen kann oder teilweise Kurven abschneiden kann, wo es dann wirklich, wenn man um Top-Zeiten fährt, natürlich auch um jeden Zentimeter Strecke, den man nutzen kann, ankommt. Ne? Das muss man einfach, einfach ausprobieren. Ne? Das sieht man dann eh, wann es nicht mehr geht. Und je nachdem, also ich bin schon an zweiter Position, sehe ich gerade. Vor lauter Reden kriege ich das nicht einmal mit. Und ja, okay, wir fahren. Eine Runde noch. Naja, also die Fahrphysik, also ich merke es da jetzt einmal auf der Bremse, die hat man relativ gut im Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Da spürt man schon. Da kommt schon geile Rückmeldung zurück, muss ich ehrlich sagen. Die Streckenkenntnisse von dem Mini-Ring sind jetzt nicht meine allerbesten. Aber für die KI-Typen da offensichtlich reicht es allemal. Okay. Boah, der geht voll in die Federn, pistonarisch. Ein Fahrwerk wie ein Leichenwagen, es ist ja Wahnsinn. Aber es kommt gut rüber, also es macht Laune. Ja, dieses Motorgeräusch, okay, ja, das kennen wir eh schon alle vom Leaf, ne? Ist halt so bei einer Elektrokarre. Okay, jetzt bin ich da das erste Rennen einmal gefahren und ich habe es aufs Podest geschafft. Also ich denke mal, der Drops ist gelutscht und schauen wir einfach weiter. Ja, wir sind da jetzt bei circa 20 Minuten. Ich nehme das jetzt einfach einmal in einer Strecke auf, das ganze Zeug. Und ich weiß noch nicht, wie ich die Parts schneide, ob dann, also der bis daher wird auf alle Fälle jetzt mal der erste Part sein. Und dann werde ich einfach jetzt in einer Tour weiter aufnehmen, werde einfach Cuts reinmachen, ohne große Blablabla. Und werde die Teile halt einfach regelmäßig uploaden. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ungefähr, wie euch dieses Let's Play da letztendlich dann präsentiert wird. Okay, das war es jetzt einmal definitiv für den ersten Part. Ich sage einmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ha, cool, wir fahren da mittlerweile in die Box rein. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, bin ich euch nicht böse. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Kommentar da und gebt mir auch vielleicht ein Däumchen dazu. Würde ich mich sehr freuen. Für die es nicht gefallen, denen es nicht gefallen hat, die können mir. Ah, es gibt eine Wiederholung. Ich hoffe, man kann die auch speichern. Na, ist wurscht, ich nehme sie ja jetzt eh schon auf. Ist ja nur eine Frage des Schnittes. Also,
Für denen, denen es nicht gefallen hat, die können mir auch ein Däumchen geben. Ich kränke mich deswegen nicht und aus dem Fenster stürze ich mich deswegen auch nicht. Also, danke fürs Zuschauen und pfiat euch Leidln.